Hallo zusammen, hallo Freunde. In diesem Video möchte ich mal ein Bild machen mit solchen Pompons, nennen die sich, also im Prinzip Wattebällchen. Die möchte ich eintauchen in Silikon mit etwas Farbe und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich habe es noch nicht probiert, ihr wisst ja, ich teste immer spontan. Ich habe mir auch Kugeln geholt, ich habe zwar keine Metallkugeln gefunden, die habe ich in, wie so Perlen sind das, die habe ich dann in eine Schnur zusammengebunden. Das werde ich aber im nächsten Video machen, damit ihr das auch schon wisst. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch noch kurz die Bilder vom letzten Videos, wo getrocknet sind. Also ist auch richtig cool rausgekommen. Ihr seht es hier. Aha. Passt, finde ich. Kann man machen. Und dann noch das kleinere zweite Bild. Ihr seht halt auch wieder, ich übertreibe es manchmal gern, aber mir macht es halt Spaß. Da ist manchmal weniger ist mehr, also weniger Zellen setzen. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Cool, okay. Lasst uns starten, dann bis gleich. Jetzt Freunde, ich habe hier dieses Mal ein Silikon 100 von der Viskosität her, also etwas dünnflüssiger. Ich habe hier noch meine drei kleinen Becherchen. Weil ich werde nicht die ganze Farbe abfüllen. Farben habe ich hier, also gelb, türkis und violett und einen größeren Becher mit weiß. So, diese Pompons. Wartet mal, da kann ich glauben. Aha, aha, schon offen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ups, es soll ja nur für den Test sein. 2, 4, 6. Da mache ich einfach ein bisschen mehr mal rein. So, ob es funktioniert, weiß ich noch nicht. Schmeiße ich heute wieder alles runter. Okay. Ich nehme von diesem 100er Silikon. Ihr seht, es ist ziemlich dünnflüssig. Fülle ich mir etwas ab. Habe hier mein Holzstäbchen. Um etwas zu sparen, teile ich mir das zum Umrühren. So. Jetzt machen wir das so, ich kippe etwas von diesem Violett rein in das Silikon. Eigentlich nur, damit es mit Farbe bedeckt ist, also nicht viel. So, da ist fast jetzt mehr Silikon drin wie Farbe. Aber wir rühren das jetzt einfach mal um. Weil theoretisch verträgt sich ja Silikon mit Farbe nicht, dadurch entstehen ja auch die Zellen. Aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Na, ihr seht es hier auch. Wie sich es ein bisschen sträubt. Aber das passt schon. So, da habe ich ein bisschen Splitter drin, das ist nicht gut.
gibt eigentlich schöne Bubbles, schöne Zellen da drin. Mein Problem ist, ich habe nur keine Pinzette oder sowas gerade da, wo ich die Kügelchen nachher gut rausbekomme. Aber das schaffen wir schon. Tja, schaut mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, wie das so Perlenzellen gibt. Okay, die stelle ich jetzt mal kurz zur Seite. Und die Kügelchen auch. Die Farben habe ich nachher für andere Bilder. Was ich jetzt erstmal mache, eine weiße Grundschicht drauf. Beziehungsweise pass mal auf, bevor ich das mache, kann ich im Prinzip ja die schon mal einwirken lassen. Ich mache mal 3 Kugeln von jeder Farbe. Das müsste eigentlich reichen. Flupp. Flupp. Soll ja nur für den Test sein. Die tauche ich jetzt natürlich schön ein. Dass die schön einziehen können. Also es ist ganz weiche Bällchen. Das ist wie so, ja, ich will nicht sagen Wattebällchen, aber doch ganz weich, flauschig. Okay, werde mir jetzt kurz mal die Handschuhe anziehen und bedecke dann die Grundfläche mit Weiß. Weil wenn wir eine Grundschicht haben, dann haben wir ja schon schön Farbe drauf und dann kann es auch besser laufen, das Silikon. Wenn das gut funktioniert, versuche ich das auch mal mit Alkohol, also mit meinem Wodka. Na, wird wahrscheinlich ein bisschen andere Effekte geben. Gut, jetzt mache ich erstmal hier die Fläche weiß. Das müsste reichen. Ihr seht, diesmal habe ich die Farbe auch wieder etwas dicker gelassen. Also ich bin kein Freund davon, weil viele mal erwähnt haben, dass es doch mit dem Spachtel glatt ziehen soll. Mir ist lieber, es läuft so in einer Fläche glatt durch. Aber das kann ja jeder selber machen, wie er möchte. Na komm schon. Was ist los? Heute keine Lust. So, schöne weiße Grundfläche. Muss mal schauen, ich habe hier ein bisschen Bläschen drin. Die mache ich vielleicht vorher raus, kurz mit dem Föhn drüber. Dann schön glatt ist. Gut. Ich denke mal, die haben sich schon schön vollgesaugt. Mache ich das einfach mal so. Flupp. Also wie gesagt, besser mit einer Pinzette, aber ich habe natürlich jetzt keine da. Vielleicht kann man die nachher noch ein bisschen hin und her schieben, ich weiß es nicht. Wir schauen mal, wie es sich auswirkt und ob es überhaupt funktioniert. Mache ich die vielleicht noch hier hin.
Also ihr merkt, dass das Silikon sich ausbreitet, aber die Farbe noch nicht so. Es gibt ja diese Krater. Okay, fast ein bisschen wenig. Ne? Ich mache noch von jedem eine rein. Dann ist das auch soweit leer. Aha. Ich denke halt mal mit Alkohol. Wird es vielleicht besser fließen, weil ja wie gesagt dieser Alkohol ein guter Fließverbesser ist. Wo setze ich das jetzt hin? Dass es ein bisschen gemischt ist. Okay. Egal. So. Ich kann jetzt eins machen, drücke mal ein bisschen drauf. Was dann passiert? Ups. Ja, ich glaube, wir haben das Problem, dass die zu arg saugen und nichts mehr von der Farbe hergeben. Aber es passt schon. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lang warten, ich lasse es jetzt mal ein bisschen einwirken. Ich kann es ja im Schnellformat laufen lassen, vielleicht, dann seht ihr vielleicht, was sich verändert. Und dann bin ich gleich zurück. Passiert nicht viel, aber jetzt sehe ich hier eine kleine Fliege drin. Komm her, du armer Kerl. Oh, come on. Oh, Mann. Okay, ich hoffe, sie lebt weiter. Okay, Freunde, es dauert noch ein Weilchen. Es reagiert schon teilweise. Aber mir eigentlich zu langsam. Wobei es sich natürlich unter die Farbe mischt, habe ich gerade festgestellt. Okay, also er gibt nicht so den ganzen Erfolg, wo ich mir erhofft habe. Dann machen wir das anders.
schnappe ich mir die Wellchen wieder. Ja, da passiert gar nichts. Da passiert ein bisschen was. Ja, kann nicht alles funktionieren, ne? Leider Gottes. Okay. Aber weil Sie übersehen können, man hat schöne Grater vom Silikon, aber die Farbe selber bewegt sich nicht viel. Passt mal auf, jetzt wipe ich da einfach mal ein bisschen. Weil natürlich jetzt das Silikon alles auf einen Haufen ist. Ihr seht auch, es bleibt richtig hängen. Lass es vielleicht mal etwas laufen. Nee. Was ist denn da schon wieder drin? Also, funktioniert nicht. Dann machen wir jetzt was anderes. Ich nehme jetzt hier normale Farbe, also da ist kein Silikon drin. Aber ich denke, dass das Silikon, wo dann darunter ist, sich auch ein bisschen auswirkt nachher. Nochmal etwas weiß. Komm, passt auf, ich probiere mal was mit dem Föhn. Spaßeshalber. Vollgas. Ja, hat doch auch was. Hier hat es das Gelb nicht so richtig vermischt. Dann nehme ich nochmal nur die Ecke. Pusten wir mal hier ein bisschen noch. A la Dutch-Technik. Okay. Ich denke mal, wir haben das Bild soweit gerettet. Ja, kann nicht alles klappen. Okay. Ich lasse es so.
zeige es euch jetzt gleich von daheim, dann war das halt nicht so ganz so gut. Dann muss die Farbe noch ein bisschen nach außen. Sonst habe ich hier so eine Welle drin. Okay. Gut. Dann bis gleich. Jetzt bin ich zurück. Schauen wir uns einfach mal das Bild von daheim an. Ich habe natürlich dünnes Silikon genommen. Das zieht die Zellen auch weiter auseinander. Ja. Da haben wir ein schönes Zellenfeld. Okay. Ja, wie gesagt, ein Versuch war es wert. Jetzt wissen wir, dass es nicht funktioniert. Dann brauchen wir es nicht mehr machen. Und ich denke mal, das Bild ist einigermaßen gerettet. Ja, dann war es das schon wieder von mir. Diesmal wieder ein Misserfolg. Aber das passiert, wenn man experimentiert. Aber ich denke mal, ich habe das Beste draus gemacht. Okay, dann danke ich euch und wünsche euch was. Danke auch nochmal für meine Unterstützer. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.